So. Dann machen wir das jetzt einmal so. Und jetzt muss ich natürlich erst einmal hier das Ding wieder starten. Hatten wir nicht. Das hatten wir. Wo ist Gok? Guck, ist da. Gockle. Also, Good Old Games. So. Dann einmal laden. Muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Bei Witcher. Wobei, doch, stimmt. Doch, doch, ich weiß wieder. Jetzt nur hoffen. Wobei, eines muss ich trotzdem noch mal ganz kurz machen. Weil eigentlich wäre es ganz gut, so. Muss jetzt einmal ganz kurz das hier nochmal umändern. Das einmal. Jetzt sollte eigentlich zumindest der Chat So versammelt ihr. nicht, also immer mal wieder verschwinden. Stimmt, wir haben ja hier noch alternatives Aussehen. Warte, ganz ehrlich, das möchte ich einmal anschalten. Ich meine, wir haben sie jetzt alle gesehen, wie sie eigentlich aussehen. Von daher könnten wir das ja einmal so umstellen. Erschöpft und verwundet war Ciriums Hof zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Das wird so cool. Wobei ich sagen muss, morgen werde ich tatsächlich nicht streamen. Was, wenn ich morgen streame, dann nur spontan. Aber eigentlich ist für morgen tatsächlich gar kein Stream geplant. Das werde ich dann, wenn wohl erst Freitag wieder machen. Was war denn hier jetzt? Achso. Okay. Gut. Dann fortfahren. Wir waren ja mit Geralt hier stehen geblieben. Jetzt fällt mir allerdings was trotzdem noch was ein, was ich einmal ändern muss. Und zwar das hier. Ist dann doch etwas noch da. Weil ihr sonst die Quests nicht seht. Die Facecam werde ich deswegen auch einmal nach hier unten packen. Das ist das Problem, wenn ich einmal alles umstellen muss.
Das kann ich leider nicht so umstellen. So. Das müsste jetzt eigentlich in Ordnung sein. Und den mal ein bisschen kleiner. So, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht allzu ein großes Problem, dass die Kamera jetzt hier unten ist. Aber wie es aussieht, klappt das sogar alles. Super. So. Stimmt, da war Molly. Kann ich da nicht einfach rüberspringen? Nein, kann ich nicht. Ah, Geralt, da bist du ja. Wollen wir zusammen zurückreiten? Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Gleichfalls. Mach's gut. Heute Morgen hat meine Gräfin Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. Okay. In einem Haus sollen sich geheimnisvolle Morde erinnern. Schon wieder du, riesiger Rumsack. Voll cool. Dieser Junge. Ach, scheiße, das ist ein Mädchen. Scheiße, ey. Schau mal hier drüben. Ja gut, ne? Gut, wir sollen jetzt zu dieser jungen Dame. Was willst du? Was geht dich das an? Ich will Rosa Baatre sprechen. Oh, Kumpel, und was ich erst will. Fräulein Rosa empfängt nicht jeden. Ich bin Geralt von Riva, ein Hexer. Wenn Fräulein Rosa sich in eine Striege verwandelt, wird ihr Vater sicher nach dir schicken. Aber sie zeigt noch keine Symptome, also wirst du nicht gebraucht. Und jetzt zieh Leine. Gut, wir sollen eine Beleidigung des ewigen Feuers. Einen Weg da rein finden. Das ist scheinbar der falsche Weg. Gut, aber wir versuchen mal die andere Richtung. Piss dich. Mich auch. Ah. Ich
Wir müssen irgendwie nach da hinten kommen. Ordnung muss sein. Das hier sieht mir aber richtig aus. Mein Diener hat gestern einen Raumtreiber beim Wühlen in unserem Abfall erwischt. Hat man Töne. Ja, bei dem Abschaum aus Wählen, der in die Stadt strömt, ist das die unvermeidliche Folge. Gut, die Kanalisation geht auch. Eine Illusion. Na toll. Hallo, Frau Wasserweib. So, dann nehmen wir doch das Ganze hier mal auf. Ich finde es geil, dass es heute so wieder so mega, also schön warm war draußen. Also eigentlich auch die letzten Tage. Das war so perfekt zum Urlaub hin. So kann man gerne immer Urlaub haben. Ach, Geralt. Sag doch nicht immer Scheiße. Das bringt dich manchmal auch nicht weiter. Meistens immer nur noch tiefer in die Scheiße rein. Aber warum? Warte, ich gehe falsch, oder? Da gibt es keine Karte für. Warum? Ach. Okay, ich habe die Leiter übersehen. Kann ja mal passieren. Aber wir kommen da trotzdem nicht raus. Wir kommen trotzdem nicht da raus. Und wir hier sonst noch irgendwas? Warte. Oh, nur ein Apfel. Ich bezweifle, dass es mich weitergebracht hat. Nein. Nein, es hat mich nicht weitergebracht. Seht ihr das auch? Gut, dann versuchen wir den anderen Weg da geradeaus. Statt hier durch den Tunnel. Vielleicht hilft uns der hier ja weiter. Warum liegt der eigentlich ein Toter? Interessant. Ein Liebesbrief. Mhm. Leitbrief. Ratnotizen. Liebesbrief. Liebste Rosa, vom ersten Moment, als ich dich sah, an jedem Abend bei dem Wegelboot, schlug mein Herz einzig und allein für dich. Ich kann weder essen noch schlafen. Mein Lehrmeister droht damit, mich vor die Tür zu setzen. Ich weiß noch nicht einmal, ob du dich überhaupt an mich erinnerst. Albert Wegelboot stellte uns einander am Tisch mit dem gegrillten Kapern vor. Ich aß gerade einen, als ich dich sah, und er blieb mir sogleich im Halse stecken, sodass ich mich verschluckte, und du lachtest. Oh, wie lieblich und strahlend du lachtest. Der wunderbare Klang deines Lachens erfüllt meine Ohren noch heute. Ich lebe in der Hoffnung, dass ich die Gelegenheit erhalte, es noch einmal zu hören. Bitte dich, wir müssen uns sehen, und wenn es auch nur für einen Augenblick ist. Werde jeden Tag bei Sonnenuntergang am Brunnen in Gildorf auf dich warten. Wenn dir das Leben deines armen Kerls, der dich hoffnungslos liebt, am Herzen liegt, hab ein Erbarmen und komm. Foltere mich nicht, indem du mich auf ewig warten lässt. Dein wahrhaftig ergebener Bewunderer, Gilbert Bleed. Ja, das lief dann wohl ein bisschen bergab. Ich weiß, der war so schlecht.
Du stehst auf Männer wie mich, das weiß die ganze Stadt. Also spiel nicht die unnahbare Schnucki. Schnucki? Ich habe Atre für dich. Und ich befehle dir zu verschwinden, Schnucki, bevor ich Papa hiervon erzähle. Schnucki. Warte. Ah. Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Durch die Hintertür. Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe, lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Mhm. Aber Fräulein, das ist ein Hexer. Er hat es am Tor selbst gesagt. Hauptmann, meinst du, Rosa war Atre würde sich von einem dahergelaufenen Trampel ausbilden lassen, der sich Schwertmeister nennt? Die war Atres verlangen das Beste. Und das sind Hexer. Bring ihn in den Übungsraum. Sofort. Jawohl, Fräulein. Ganz schön herrisch. Naja. Wir kommen ja wenigstens ans Ziel. Danke. Sehr nett von dir, dass du es dahin bringst. Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Nein, lass mich rein. Oh, schick. Knapp wie ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lern, komm mit. Sonst lern, komm mit. Wir folgen der Wache. Kann ich das Holzschwert schon ausrüsten? Oder rüstet das sich von selber aus? Ich glaube, es rüstet sich dann von selber aus. Dass Frauen immer kämpfen wollen. Na gut, als kleines Kind wollte ich auch Schwertkampf lernen. Na sowas. Diesmal hat sich Papa war ja aber teuer gemacht. Ging das erst nicht. Mal Holz. Zeig, was du drauf hast. Gibt ja diese Fecht. Den Fechtunterricht. Geralt und ein Holzschwert. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dieser Kamara, finde ich. So, wir sollen dir nicht wehtun, oder? Aber eigentlich ist es mir egal, ob du eine Frau bist. Wie war das noch in Game of Thrones? Tanzen lernen? Das Schwertkampf ist wie ein Tanz. Macht ihm überhaupt Schaden? Glaube nicht. Oh, schade. Ich hatte doch gerade meinen Spaß. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Zicke. Ich bin ein Hexer. Ich suche... Ein Hexer? Fantastisch! Ich wollte schon immer einen Hexer treffen. Wie aufregend! Was ist denn daran so aufregend? Der Tanz auf dem Vulkan. Spuren lesen, gegen Bestien kämpfen, unterm Sternzelt schlafen... Das muss toll sein. Mhm. Kämpf mal gegen einen Zeugel, wenn du bis zum Hals im Abwasser stehst. Oder gegen einen Strieger. Das gehört wohl nicht zu den Höhepunkten. Warte, oder ein Troll. Wolltest du nicht was fragen? Oder einen Drachen. Oder gegen dämliche nilfgaardische Ritter, die einem den Schädel polieren. Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werde ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber
Verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. Och, Mädel. Verdammt, bist du schnell! So ein richtiges Kampf-Vibe. Was für ein Vibe überhaupt sagt? Ich bin eine Frau. Naja, na gut, ich glaube, ich gehöre zu einer anderen Art. Ich weiß, du tust mir nichts, aber. No. Auch wenn du schade. Kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Wir waren schon mal Lehrer. Glaube ich. Oder? Für Ziri? Leider muss ich ablehnen. Ich habe zu viel zu tun. Wie du willst. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna Var Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Zwillinge, hä? Wollt ihr sagen, dass Rittersporn euch verwechselt hat? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich... Oh, was für eine Geschwisterliebe hier. Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern. Vor allem nicht Rittersporn. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Bin ich froh, dass zwischen mir und meiner Schwester 20 Jahre Unterschied liegen. Dazu bin ich nicht dumm genug. Es bleibt mir alles erspart. Es sei denn, ihre Geschmäcker ändern sich dann irgendwann. Gut, zurzeit wollen wir keine Gedanken machen. Ich würde das 5. Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Ja. Wir wollten die Gräber berühmter Professorin von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Was machen zwei junge Adlige aus Nilfgaard in Novigrad? Vor Langeweile eingehen. Papa ist Diplomat. Außerdem hat er geschäftlich in Novigrad zu tun. Er ist Mitglied der Handelsgesellschaft. Er nimmt uns mit, wohin er geht. Und dann muss er uns immer neue Lehrer suchen. Und in Novigrad fiel die Aufgabe Rittersporn zu. Rosas Verlobten. Edna! Oh Mann. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Badin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Mhm. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen, kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kuvir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen.
War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald. Nein, wieder. Garantiert nicht. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Tut mir leid, Rosa. Im Moment kann ich nicht. Dann leb wohl. Oh, hier. Für deine Zeit. 50 Kronen. Ist das dein Ernst? Ja, ne? Die Soße passt da nicht ganz dabei. Okay. Das Bild möchte ich mir aber einmal ansehen. Mhm. Okay. Gut. Ich kann hoch. Genug gegafft. Ich bin alles so leid. Ich hasse große Häuser. Dachchen, die Herren. Pferdchen. Dachchen, Plötze. Dann wollen wir einmal zu Säutern. Da einmal darunter. Los, los. Ich hasse es, wenn mich die Katzen anfauchen. Liebe Katze. Ich finde es aber echt cool, dass man jetzt hier auch in den Städten reiten kann. So cool. Allgemein, dass man reiten kann. Komm schon. Los, lauf! Okay. Unsichtbare. Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gehört. Am besten machst du. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Wie viele Menschenleben hast du gerettet? Vor Bruxe, vor Waldschraten. Das hat keine Bedeutung. Ich hab dir eine Frage gestellt. Wie viele? Ja? Denkt mal darüber nach, Leute. Der Prediger hat eine scharfe Zunge. Aber bietet man ihm die Stirn, zieht er den Schwanz ein. Kommt, Leute. Mhm. Ja. So ganz kommen, ne? Ist zwar grimmig, aber in deinen Augen sehe ich Anstand. Ich hab mir jetzt auch die Rippen und ich glaube auch letzten Band der Vorgeschichte bestellt von Witcher, damit ich mit der Vorgeschichte anfangen kann. Also Band 1 habe ich ja wie gesagt schon ruhig. Und sobald ich mein Buch, was ich jetzt lese, ich habe, werde ich dann tatsächlich mich an die Witcher-Reihe setzen und sie durchsuchen. Und ich habe auch schon was für Ostern bestellt. Was ich dann hier im Stream zeigen werde. Oder beziehungsweise ist es etwas für den Stream. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich diesen 24-Stunden-Stream durchhalte. Aber... Ach, er redet mit der Eule! Ich habe mich hier nur gefragt, mit was redet er? Ist er jetzt total... Gaga? Der redet mit der Eule. Ach du grüne Nur. Ach, ist das dieser. Damit die Eule nicht sieht. Dass auch diese Zugtrainer haben. In Zoos und Tierparks und was weiß ich. Damit die nicht losflattern. Ah, du bist wieder da. Kennst du Puschel schon? Sie müsste jeden Tag mit dem Sprechen anfangen. Soltan, vermutlich kann nicht mal ein Magier diese Eule in einen Papagei verwandeln. Du wirst schon sehen. Hör gut zu. Sie wird schon bald gewinnt mit uns spielen. Ja, nee. Aber wir wollten ja über Rittersporn reden.
Wie soll sie das denn machen? Einmal so mit der Krelle so halten, oder was? Die Frauen auf meiner Liste haben Wintersporn länger nicht gesehen. Sie sagen alle, er hätte sich seltsam benommen. Behaupten auch, er hätte eine neue. Doch die geheimnisvolle Dame war nicht auf meiner Liste. Wie soll's denn aussehen, dieses Mädel? Blond, aus Kovir. Angeblich eine Bardin. Sie heißt Kalonetta oder so ähnlich. Ah, das macht die Sache ja glasklar. Das ist Priscilla. Ja, das muss sie sein. Warum stand sie nicht auf der Liste? Diese Priscilla war anders. Für Rittersporn war es wohl mehr als eine Schwärmerei. Echte Leidenschaft. Ihn verlangt nach jeder Frau, die er trifft. Wie soll ich's erklären? Wen liebt Rittersporn am meisten? Sich. Sich selbst. Genau. Und sie ist sein Ebenbild. Oh nein. Sag mir nicht, das ist eine, die genauso 1:1 ist wie er. Was soll ich sagen? Könnte es sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat. Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Ja. Das ist echte Lyrik, Geralt. Ja, deswegen ja. Wobei ich mich tatsächlich in der Schule, was Lyrik allgemein anging, halt Gedichte und so weiter, ich habe mich nicht wirklich schlecht angestellt. Ich habe fast jedes Mal meine 2 geschrieben. Ich weiß nicht wieso, ich weiß bis heute nicht, was dieser Jambus und was weiß ich, das war geraten, was ich damals hingeschrieben habe, das war komplett geraten. So, ist genauso wie mein Taktgefühl, ich habe keins, ich besitze einfach keins. Ich kann nicht singen, ich habe kein Taktgefühl. Das ist echt schlimm. Ja. Ah. Also besoffen mag das ja echt lustig sein. Aber wenn ich nüchtern anfange zu singen. Also mir graut schon vor irgendwelchen SingStar-Abenden. Das wahrscheinlich am Montag. Oh, vielleicht am Montag soweit sein könnte. Da werde ich nämlich mich wahrscheinlich von dem Stream am Samstag und Sonntag erholen. Werde den Montag mit meinem Freund hier unten verbringen. Werden einfach gammeln, zocken, Ostern feiern. So, gibt's hier irgendwas? Irgendwelche Kräuter? Nein? Okay, gut. Gut. Oh. Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Ach du grüne Leune. Aus meinen Träumen.
Bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Der Wolf spur nach, folge ich in den Schneesturm. Stachelbeere, süßer Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Ich frage mich, ob du mein Schicksal bist oder ob der Zufall zusammenführte, als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Okay. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süßer Flieder. Ja klar, die Todin darum. Ich finde das Lied. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber sie hat die ganze Zeit von Yennefer und Geralt gesungen. Kann das sein? Ich glaube. Und auch vom letzten Wunsch. Ja. Den kenne ich. Was? Oh nein. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib. Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Ich bin kein Mörder. Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte diskutiert das woanders aus. Ich tue doch gar nichts. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein Etablissement. Warum müssen die Leute mal saufen? Kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Ja. Er hat Leute ermordet. Alter, ich hab dir dein Leben gerettet. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Darf ich der Frau auf die Fräse hauen? Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das... Ja, ein bisschen Ähnlichkeit mit Barbie. Ist Geralt von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Ja, warum hast du kein Lied von mir und Triss gemacht? Ich meine, hallo, Triss. Seit Teil 1 für mich. Komm. Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt. Sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Was? Nicht hier. Kommt mit. Ja, noch unauffälliger Geheimniskrämerei? Ja, einen guten.
Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolfens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Rolven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Oder wen? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Siri? Dieser jemand. Hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Eifersüchtig? Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior? Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der 4 Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Räufen, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hatte mir das schwer angebracht, ja. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räuben. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räuben hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Alle sind gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald doch, du beim Ausplaudern von Sachen. Tja, ich habe hier nichts zu tun. Ich gehe wieder ins Rosmarin. Ja. Ich muss Puschel füttern. Ich werde einmal ganz kurz eine kleine Pause machen. Ich muss einmal ganz kurz pinkeln.